Hey Leute, ich begrüße euch wieder zu Xenoblade Chronicle X. Ja, wir sind hier mitten auf dem Weg nach New Los Angeles. Und wir wollen uns jetzt mal nicht von dem Weg abkommen lassen. Mit ganz vielen Items und Gegnern und wobei doch Items sammeln wir immer noch. Ja, auf jeden Fall. Unser Ziel ist es, nach New Los Angeles zu kommen. Und da sehen wir es. Mal gucken, kann man hier eigentlich wirklich wunderschön sich hier hinstellen und. Und sich das angucken. Ja, genau da wollen wir hin. WTF, was seid ihr? Sieht ein bisschen aus wie ein Kubul, aber okay. Ja, da wollen wir auf jeden Fall hin und das machen wir auch heute. Ja, also, ich will mich heute nicht so lange aufhalten. Ne? Ich möchte nämlich endlich da. Oh, okay, da vorne ist ein Schatz. Ey Mensch, das ist so unfair. Weißt du, da vorne ist ein Schatz mal wieder. Also, wir wollen eigentlich jetzt endlich da mal ankommen. Aber natürlich können wir sowas hier nicht ignorieren. Weil Schätze möchten wir borgen. Danke. Untersuchung erfolgreich. Ich muss aufhören zu laufen, sonst falle ich hier noch runter. So, okay, jetzt können wir wieder laufen. Ja, wenn wir runterfallen, dann sieht schlecht aus. Ich habe hinten das Vieh eben gesehen. Das sah ziemlich heftig aus, aber okay. Und das ist doch ein ziemlich weiter Weg, glaube ich, noch. Also, ich habe echt gedacht, wir sind schon dann näher dran. Aber ist okay. Sieht auch extrem groß aus, die Stadt. Also, das ist auch richtig cool. Aber ist auch lustig. Also, es gibt nur diese eine Stadt. Ich meine, oder vielleicht, wobei hier gibt es natürlich irgendwelche anderen Bewohner. Aber das werden wir alles noch erfahren. Das Krasse ist, dass ich jetzt hier überall auf der Map halt noch Schätze sehe. Aber da halt jetzt aktuell nicht hinkommen. So, da oben liegt aber noch was. Zack. Ist das. Oh, warum? Okay, wir sind doch jetzt schon näher dran als gedacht. Das ist doch gut. Ach, ich weiß nicht, wie wir da reinkommen. Ich weiß einfach. Ich. Okay, da ist einfach gerade das Monster verschwunden. Wegen Video. Okay. Looks a lot bigger up close, doesn't it? And this was just the habitat unit. The white whale was one hell of a ship. Until it all came crashing down, at least. That's the West Gate. It's closed off now for security reasons. But we've repurposed a freight elevator that will get us inside. Rexes. Ryle. Natürlich. Und wir nicken einfach nochmal. Ah. Gegen die haben wir noch gar nicht gekämpft, wenn ich mich so recht erinnere. Müssen wir den hier paralysieren. Zack und nochmal Schlitz. Oh, den hab ich schon jetzt nicht. Okay. Kein Problem. Flum Grenade. Zack, haben wir das. Da haben wir dann. Wow. Dann Schlitz. Zack. Ah, ich hab. Oh. Also ich bin ein bisschen zu spät. Wow, warum ist der. Okay, wir müssen jetzt töpfen. So, einmal nochmal ausrüsten. Ein bisschen Verteidigung. Wir schlitzen jetzt eh den. Zack. Je länger ich das ausrüste, desto langsamer ist das, logisch. Ist denn der auch schon tot? Ja, hat sie einfach schon erledigt. Nice. Ja, easy Kampf. Es ist Tag. It's a shame we had to settle near so much wildlife. Luckily, some species aren't so hostile. But they aren't necessarily friendly either. I've come to learn that there's a fine line between self-defense and provoking a fight. We need to walk that line. All right, let's head in. Who knows? Maybe seeing the inside will jog your memory. Ja, das wäre doch mal was. Joa.
Wir haben Rangaufstieg, altes Survival-Shirt, alles nehmen. Oh, können wir das Menü derzeit nicht verfügbar? Okay, warum? Jetzt ist es verfügbar. Online-Modus geht immer noch nicht. Ich weiß nicht, ob wir da erstmal irgendwo speziell hinkommen müssen. Oh, Einsatzgewehr. Einsatzgewehr. Sturmgewehr. Hat auch 4 Angriffe, ist auf Level 1. Ich glaube, wir haben das Protonengewehr bekommen, oder? Was aber in... Oh, das ist ein Fernkampf plus 10. Das ist ein bisschen besser. Das hat Fernangriff für mechatronische Jäger. Ja, wir nehmen das Einsatzgewehr mal. Das ist nämlich ein bisschen besser. So, und die haben jetzt ein altes Survival-Shirt bekommen. Was uns... eigentlich gar nichts wirklich dazu. Okay, doch, da bei den... Das sind Minus. Attribute sind es, aber die gehen Minus. Aber Minus heißt Plus. Es gibt uns viel Plus. Darum ziehen wir das an. Ja, ist auch voll cool. So, dann können wir noch den Charakter wechseln. Hier hat Fernangriff mehr. Ja, okay, das ist aus Fernangriff, das ist eben stärker. Aber, naja... Wenn sie aus nah angreift, dann ist das wiederum... Okay, doch, ja, kommen wir mal die. Was sind denn Einsatzklingen, Titanklingen? Oh, einiges stärker. Nahkampf, Nahstärke muss. Autoangriff, aber dann langsam. Okay, kommen wir mal die Klingen, kein Problem. Hier haben wir ein anderes... Oh, okay, cool, hier ist ein Scout. Ist auch wieder stärker. Und hier wiederum sind wir überall schlechter. Also hier haben wir ein bisschen mehr Abwehr. Dafür gehen die Resistenzen runter und die Angriffsstärken. Dann brauchen wir das mal lassen. Proto am links. Achso, dann haben wir gar keinen. Okay, okay, dann bleiben wir so. Gut. Ja. Ich will jetzt davon diesen Fahrstuhl nehmen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber erstmal holen wir uns das Item hier. Zack. Weil der Eingang ist ja versperrt. Hat man uns jetzt erzählt. Ah, ich glaube, da vorne ist der. Ja, da vorne kommt man dann hoch. Oh. Ein paar Autos, ein paar Leute hier. Wenn wir hinkommen. Ja, da wird nichts erzählt. Hallo? Die stehen hier einfach nur, ja? Wir können nicht mit denen reden. Frech. Okay. Was mit dir? Ist uns was zu erzählen? Sieht ein bisschen aus wie so ein Halo-Typ. Okay. Aber, ah, okay, komm, da steht sogar was drüber. Reden. Oh, hallo, du bist bestimmt der Neue. Clone Ilma hat schon durchgefunkt, dass sie dich gefunden hat. Nach so langer Zeit in der Statiste willst du bestimmt nur noch nach Hause und schön duschen. Leider ist das Westtor gerade geschlossen. Wenn du in die Stadt willst, musst du den Lift oben an der Treppe nehmen. Da ihr die Fische erledigt habt, wegen denen... welche die Alarmbereitschaft waren, wird das Tor bestimmt bald wieder geöffnet. Bis es soweit ist, bitte ich um deine Geduld. Du verstehst das sicher. Ah, okay. Darum ist das Tor zu. Ja, aber wir haben die Fischer ja rasiert. So, wir machen Mensch hier so draufspringen. Gibt's hier irgendwas Cooles? Nein. Ich frage schon, was das hier für Kristalle sind, eigentlich. In denen wir festgeankert sind. Aber okay, naja. Ah, der da hinten, aber das... Ja. Wir gehen mal hin, einfach nur um zu gucken, ob wir vielleicht irgendwas bekommen. Ne. Okay. Aber die Nahrung mal laufen. So, wir müssen hier hoch und dann können wir damit hochfahren. Und es sieht einfach schon ziemlich krass aus, wie groß das ist. Aber okay, wir können den ganzen Leuten nicht reden. Das ist irgendwie schade hier rum. Und dir reden? Nein, okay. Aber hier untersuchen. Der Aufzug ist bereit. Achso, okay, dann gehen wir drauf und... Ah, okay. Oh Gott, wir wollen diese tolle Aussicht mit dir schauen. Was ist das da hinten? Hm? Wir sind noch nicht schon oben, oder? Das war überraschend schnell. Ja, okay, ne, ganz oben sind wir, glaube ich, nicht. Aber okay. Aber... Ah, das da vorne, das da. Ah, das sind Pflanzen. Okay. Boah, wieder so ein Riesensauer. Ey, Level 53, ne? Mit denen sollte ich mich mal anlegen. Und einfach instant sterben, glaube ich. Also die Frage ist...
Ja, guck mal, ja. Also, sie haben extra immer schön eine Plattform hier, damit man schön die Aussicht genießen kann. Die Frage ist, was wir jetzt eigentlich machen sollten. Wir sollten ja jetzt zur Stadt kommen. Haben wir geschafft. Und ja, jetzt gucken. Okay. Okay, hier bleibt erstmal das Bild stehen. Kriegen wir vermutlich unsere neue Aufgabe. Laden, laden, laden. Was lädt der denn jetzt hier so lange? Also ich glaube, diese Ladezeiten könnte ich verkürzen durch diese Packs. Leider habe ich nur zwei drauf von vier, weil die so groß sind. Trophäe erhalten. Prolog 5 von 5, Randy. Sehr schön. Aber wir haben jetzt den Prolog erst geschafft. Wow. Nicht verkehrt. So, auf nach New Los Angeles. Und da gibt es viel zu sehen. Well, here we are. Not too shabby, huh? For a giant beached spaceship, anyway. But like it or not, this place is our home now. We took the name from the city it was modeled after back on Earth. We call it New Los Angeles. Welcome to NLA. Ja. Haben wir es geschafft? And so it was that another survivor came to join our band of refugees. Together, we resolved to forge a new way of life here on Mira, come what may. New LA was our beautiful lie to ourselves. Truth is, we were adrift, heading into the unknown. Our native home was gone, swallowed in a shroud of light. And our future was uncertain. We had no idea what fate lay in store for us. Wofür stehen die 60%? Ist die Frage. We had to keep living in order to see it. Was ist hier komplett in der Stadt umzugucken? Puh. Das dauert wohl so. Jawohl, okay. Jetzt von der einen Anblick. Vielleicht doch nicht so viel. Da sind viele Straßen. Oh, Xenoblade Chronicle X. Ja, wir haben den Prolog geschafft. Ich glaube jetzt Folge 5. Ja. Kann man machen. Externe Speicher überschreiben. Ja, wir speichern jetzt einfach mal. Warum eigentlich nicht? Komm. Und jetzt ein Ladebildschirm, Leute, den überlabere ich einfach mal. Ja, New Los Angeles, was da alles zu sehen gibt, werden wir dann im nächsten Part, glaube ich, erst alles erfahren. Ich würde gleich noch ein bisschen umgucken, oder auch nicht. Wir gucken uns jetzt die Cutscene an. How about a quick tour of the facilities to refresh your memory? Let's start with your living quarters. Follow me. Okay, geht's erstmal zu unserer Wohnung. Ja. Okay. Ja, also, ich denke mal, die ganze Stadt, ich weiß nicht, wie lange wir dafür brauchen, die zu erkunden. I am truly delighted to share. Yesterday, we repatriated 10 more White Whale crew members. These fellow pioneers will rejoin our ranks as citizens of NLA, bringing with them skills and know-how that will bolster our ability to survive and indeed flourish here in our new home. This, of course, is only the latest success in our continuing efforts. Director General? Since when? 2 days ago, ma'am.
from political aide to director general in just a few weeks. At this rate, he'll be emperor by next month. Irina? Gwyn? Nice work out there, ma'am. Fragt nach, wer die beiden sind. Interesse zeigen, verwirrt reinschauen, wunder dich, warum immer mit Ma'am angesprochen wird. Ja, wir sind eigentlich total verwirrt, ne? The three of us were in the coalition forces together. Specifically the Special Operations Heavy Armor Training Unit, aka the Skeleton Crew. I was a colonel and Irina a lieutenant. Gwyn was a more recent recruit. Of course, I keep telling them we don't need those old ranks anymore now that we're here. You're still colonel to me, ma'am. No reorg will ever change that. And that's not about chain of command either. It's about respect. You've earned it. And the award for best ass kiss goes to... Well, I'd remind you both the ma'ams aren't necessary if I thought you'd listen. This one of the survivors, ma'am? The survivor. I only found a single pod intact at Starfall Basin. Wait, what? What happened to 10 more crew members? Come on, seriously. Shosan was never one to let the truth get in the way of a good speech. Still, every last survivor counts. You can call me Irina. I'm with the Interceptors. Me too. Same division. You can call me Mr. Evans. Or just Gwyn. All right, ma'am. We should be getting back to work. Until next time, Colonel. Ja, interessant. Right. We should be going too. The administrative district isn't far. That's where you'll be calling home. For now, anyway. Also, es waren Mesh-Kämpfer. Nicht schlecht. Nicht verkehrt. Kapitel 1, New Los Angeles. Ja, New Los Angeles. Leute, New Los Angeles werden wir aber, glaube ich, erst im nächsten Punkt dann erkunden. Weil, wie ich das hier sehe, gibt es hier wirklich viel zu erkunden. Gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin und ciao.